Okay, also muss ich doch mal wieder hin und her laufen. Oh, warte, bevor ich jetzt wieder ganz runterlaufe. Das hier ist unsere Lichtleiste, ne? Ja. Dann machen wir doch hier mal ein bisschen Licht, damit ich beim Hoch- und Runterlaufen auch sehe, wo ich hinlaufe. Richtige Höhe. Jo, alles gut. Licht. Ding. Ding. Jetzt im Abstand muss ich noch gucken, wie wir das genau machen. Weil bei jedem Pfosten das zu setzen ist absoluter Overkill. Wir haben hier eine Supernova, was Licht angeht. Das bringt nichts. Was wollte ich jetzt hier unten? Ich wollte irgendwas abholen. Das weiß ich noch. Ärmchen waren es nicht. Plastik war es nicht. Eisen. Genau, ich wollte Eisen abholen. Ah, das staut sich. Sehr schön. Genauso sollte das laufen. Alles her damit. Her damit. Oh, warte mal. Staut sich das vielleicht sogar unten bei den Schmelzöfen? Das wäre super. Ja, tut es. Okay, dann bekommt ihr jetzt die anderen Ärmchen. Du, da. Du tust die ganzen Sachen bitte vorne drauf. Du auch. Und schon dürfte sich hier nichts mehr stauen. Sauber. Oh, ihr habt fast kein Brennmaterial mehr. Okay. Dann nehmen wir mal von hier wieder Brennmaterial. Zack. Oh, Autosave. So. Brenn. Gut. Sollte reichen. Noch mehr Eisen. Oh, ist das schön. Sehr gut. Die haben jetzt in der ganzen Zeit 9 Brennstoffblöcke nur verbraucht. Also seitdem ich die zum allerersten Mal damit befüllt habe. Das ist krass. Die sind echt super. So, du da. Genau. Also, Eisen sieht gut aus. Kupferplatten brauche ich noch für oben. Nicht für die Schwefelsäureproduktion, sondern für die Batterien direkt. So, Kupferplatten sehen allerdings langsam mau aus. Das heißt, ich sollte hier mal ein bisschen dran arbeiten. Du. Baum weg. Baum weg. Baum, geh. So, ich hätte gerne davon noch einen. Und die Tier 2? Meins sehen ja auch sehr cool aus. Also von der Idee her. Vor allem mit einem 7x7 Feld. Das ist schon ordentlich. Du da. Ja, Kupferplatten klauen ist nicht. Die Handvoll Kupferplatten hier, das bringt gar nichts. Muss ich jetzt doch irgendwo wieder eine Kiste einfügen? Na, hier kann ich wieder klauen. Das war's aber auch schon. Alles andere wird verkabelt. Ja, das wird hier für Chips benutzt. Okay, wir brauchen mehr davon. Einfach mehr davon. Wenn es nicht funktioniert, wie es funktionieren soll, einfach mehr. Dann ist zwar das Kupferfeld da bald weg, aber dann ist es halt weg. So, gib mir. Okay, ich habe zu viele gebaut. So viele Felder haben wir gar nicht mehr. Ja, wir setzen jetzt dicht dahin. Setzen da noch ein Fließband hin. Dann ist schon alles abgedeckt. Außer das Mini-Zipfelchen hier oben, das will ich auch noch haben. So. Okay. Das heißt, wenn die jetzt alle fertig sind mit Arbeiten, haben wir keinen Kupfer mehr hier in der Basis. Wo haben wir noch Kupfer? Wir haben mini Feld hier. Das ist bei unseren Forschungsanlagen. Ja, komm, das baue ich jetzt auch ab. Nicht, dass wir hier später alles zubauen und dann nicht mehr rankommen. Das wäre schade. Aber warte mal, du kannst gar nicht alles erwischen von hier aus, ne? Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Ne, gar nicht. Die sind hier drin. Ein Feld wird jetzt nicht abgebaut. Das ist vertretbar. Du geh mal hier hoch. Da oben müssen wir ran. Da. Wir müssen vorher schon abbiegen. Okay. Dann mach hier einfach irgendwo einen Knick.
Bäume weg. Wisst ihr was? Ich habe eine viel bessere Idee. Ich mache einfach eine Stahlkiste hin und mache dann einmal mein Inventar voll. Also wenn ich jetzt 200 von den Fließbändern quer und beet in der Welt verteile. Du, da, da. Die machst du bitte voll. Und wenn wir irgendwann mal wieder dran denken, laufe ich da hin, mache ein Inventar voll mit Kupfererz und schmeiße es hier oben in eine andere Kiste, die das dann da aufs Fließband legt. Oder ich werfe es direkt in die Schmelzöfen. Die haben ja doch ziemlich viel Platz. Ja, Holz kann hier rein. Oh, warte mal, dich können wir ersetzen durch eine Stahlkiste. Dann haben wir unsere Krimskramskiste ein bisschen mehr Platz. So, Holz kann da rein. Steinerz kann da rein. Eisenplatten. Wir brauchen noch mehr Eisenplatten für oben, für die Batterien. Und auch Kupfer. Alles her damit. Einmal hier die Fließbänder langlaufen. So, dann kurz hoch, die ganzen Ressourcen abgeben und dann wieder runter. Oh, hier haben wir noch Kupfer. Dann wieder runter und das mit den Tränken weitermachen. So, du bekommst 600, du... Oh, falsche Kiste. Also ja, ich kann es theoretisch auch in dieselbe Kiste tun, aber übersichtshalber. Wo ist das Problem? Achso, Schwefelsäure ist das Problem. Du... So. Wie schaut es hier drüben aus? Leichtöl wird alles verbraucht, instant. Schweröl sammelt sich, und zwar sammelt sich ziemlich schnell. Das ist nicht gut. Wir haben keine Eisenplan für den Tank. Ja, es wird noch halten. Es wird noch so 3, 4, 5 Folgen halten. Und dann sind die Tanks hier voll. Ja, sobald die Forschung durch ist, also wenn ich entweder selber blaue Tränke herstellen würde oder wir die Maschine dafür haben, dann kriegen wir ja auch das Aufsplitten von Schweröl in Leichtöl. Aber das mit den Brennstoffblöcken hält sich eigentlich. Wenn man bedenkt, dass ich durchgehend hier welche wegklaue, passt das schon. Denn sobald wir die elektrischen Schmelzöfen haben, was ja auch nicht mehr weit weg sein sollte, wir haben jetzt ja theoretisch schon die roten Chips, verbrauchen wir auch keine Brennstoffblöcke hier mehr. Das ist dann echt praktisch. Gut, was wollte ich jetzt? Jetzt wollte ich blaue Tränke selber herstellen. Egal, wie unschön das Ganze aussieht. Also, Konzentration, blaue Tränke brauchen. Rote Chips, Batterien, Stahl, grüne Ärmchen. Grüne Ärmchen... brauchen... grüne Ärmchen brauchen blaue Ärmchen. Blaue Ärmchen brauchen normale Ärmchen. Und Chips. Also müssten... Oh, Bagger. Normale Ärmchen, grüne Chips und Eisenplatten. Grüne Chips werden alle sofort instant verbraucht gerade. Das geht so nicht auf. Das klappt so alles nicht. Ich müsste mich eigentlich hinsetzen mit dem College-Block und genau aufzeichnen, wo was langläuft. Weil bisher habe ich das alles so nach Bauchgefühl gemacht. Ich habe es einfach hingesetzt und geguckt, wo läuft es am besten. Aber es geht nicht. Es werden so viele Zwischenverwuselungen hier. Wobei niemand sagt, ich muss es super ultra kompakt machen. Also ich könnte jetzt theoretisch einfach hier eine Fabrik nehmen. Die setze ich hier hin. Die hätte dann gerne... Erstmal hätte ich gerne Eisen. So. Dann hätte ich gerne lange Ärmchen. So, die Fabrik nimmt sich von da hinten, wenn da jemals irgendwann irgendwie Chips ankommen. Nimmt sich von da hinten Chips. Stellt bitte blaue Ärmchen her. Und dieselbe Fabrik nimmt sich von hier vorne Eisenplatten. So. Nimmt sie von hier vorne Eisenplatten. Kleine Ärmchen. Und
und brauche jetzt noch die normalen Ärmchen. Die könnten wir ja dahin führen. Das ist nicht das Problem. Das heißt, wir nehmen einfach hier ein intelligentes Ärmchen. Legen das so hin. Dann geht das darüber. Macht hier so einen Stopp. Du bitte nimmst nur solche Ärmchen. So. Dann jetzt noch ein großes Ärmchen. Du nimmst von da. Und zack, haben wir blaue Ärmchen. Die sollten am besten gleich weiter verarbeitet werden. Nee. Ich denke langsam, mein Muster ist doof. Das mit den Poles. Weil da passen halt zwei Fabriken ganz schön rein, aber es passt kein Ärmchen zwischen die Fabriken. Weil theoretisch wäre es jetzt schick, direkt hier neben die grüne Ärmchenfabrik zu bauen. Damit wir es von da sofort nach da weiterleiten können, alles ist gut. Weil grüne Ärmchen... Was? Grüne Ärmchen brauchen halt nur blaue Ärmchen und Chips. Das heißt, das von oben und dann von hier nochmal die Chips. Aber okay. Warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Wir nehmen eine Fabrik, setzen die hier unten hin. Die bekommt auch schon mal ein langes Ärmchen um von... Ja, das ist ein Problem. Wir sollten erst die Fabrik hinsetzen. So, du produzierst nämlich grüne Ärmchen. Blaue. Ja, doch, grüne Ärmchen mit blauen Ärmchen und blaue Ärmchen kommen aus gelben Ärmchen und... du nimmst Ärmchen da, grüne Chips. Und von da oben ein normales gelbes Ärmchen. Tut das auf ein Fließband. Entfährt es zwei Felder. So, müsste das doch funktionieren, oder? Nur, dass hier keine grünen Chips ankommen, weil die alle verbraten werden für die Ärmchenproduktion. Die Ärmchenproduktion müsste jedoch irgendwann stillstehen. Weil genug Ärmchen da sind. Oh, und die Ärmchen hier müssen noch angeschlossen werden an das andere Ärmchennetz. Und ich glaube, ich habe einen Rekord für Ärmchensagen pro Folge aufgestellt, diese Folge. Warum setzt du deine Ärmchen nicht raus? Weil du keine grünen Chips hast, okay. Wir brauchen unbedingt Geschwindigkeitsmodule. Wir brauchen Geschwindigkeitsmodule oder bessere Fabriken. Aber ich bin jetzt nicht gewillt... Ich bin jetzt nicht gewillt, die Forschungspunkte, die ich jetzt schon in Advanced Oil Processing gesetzt habe, zu verballern. Und es ist echt schade, dass es nicht abgespeichert wird. Und ich denke nicht, dass das gewollt ist. Ich denke, dass es eher gerade zu umständlich ist, reinzumachen oder so. So, du bist fleißig dabei. Die Tränke stauen sich richtig schön. Guck euch das mal an. Grüne Tränke einmal rum. Goodie, goodie, goodie. So, Ärmchen. Ärmchen stauen sich. Mach mal alt. Ah, die arbeiten nur ab und an. Schade. Na gut, es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die blauen Ärmchen hergestellt werden und dann die grünen Ärmchen. Das können wir also erstmal in Ruhe lassen. Oh, ich sehe ein Problem. Nee, doch nicht. Also, die blauen Ärmchen sind vor den roten Chips. Das heißt, wenn hier später keine normalen Ärmchen mehr hergestellt werden, also keine grünen Chips mehr verbraucht werden, darf das blaue Ärmchen zuerst sich die neuen Chips aus dem Dingens da rausziehen. Und erst, wenn alle blauen Ärmchen produziert wurden, das heißt, alle grünen Ärmchen durch die blauen produziert wurden, erst dann kommen die roten Chips an die Reihe. Ja, das geht so nicht. Ich bin echt kurz davor, wieder mein altes System zu bauen, aber nee, Gerugon. Du hast dir vorgenommen, das so zu machen, also musst du dich anpassen und dazulernen. Auch wenn es anstrengend und schwierig ist. Ich denke, es im College-Block ist echt eine gute Idee. Das heißt, ich würde mir einen Plan machen mit den Ressourcen. Wo wir welche Linie machen. Und dann wo welche Unterdinger. Also ein paar von den Ideen sind schon nicht schlecht. Zum Beispiel hier die Idee mit den Zahnrädern, dem Draht und den Chips. Und auch den Ärmchen. Eventuell sollten wir die ganze Leiste nur einmal kopieren. Das wäre überhaupt die Idee. Wir machen hier auf den beiden Fließbändern
Eisenplatten und Kupfer nochmal und machen die Fabriken alle auf der Seite nochmal. Also wir spiegeln das quasi hier in der Mitte. Naja, nicht ganz, weil die Fließbänder anders sind, aber so ungefähr gespiegelt, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Dadurch verdoppeln wir den Output und wir können halt die Sachen, die nicht ganz so häufig benutzt werden, zum Beispiel die Ärmchen, die können wir auf der Spiegelung weglassen. Das heißt, wir spiegeln dann eigentlich nur Zahnräder, Draht und grüne Chips, meinetwegen. Ja. Nun, was machen wir denn mit den Batterien und so weiter? Die verschieben wir einfach einen nach links, weil die einzigen, die das momentan benutzen, sind die roten Chips, die allerdings auch Draht brauchen.